Heute erkläre ich, wie man mit Lesezeichen schöne Menüs in Berichten erstellen kann. Ich habe folgenden Bericht und möchte nun auf der linken Seite des Berichtes ein Menü einklappen, wo ich dann Filterungen für diesen Bericht vornehmen kann. Schritt 1 ist, wir benötigen einen Pfeil, der das Menü dann öffnet. Hierzu gehe ich auf Home und selektiere einen Pfeil, nehme diesen hier und drehe diesen 90 Grad. Und nehme die Füllfarbe Blau. Und stelle das Seitenverhältnis ein. So. Im nächsten Schritt erstelle ich nun das Menü. Ich gehe wiederum auf Home und füge ein Rechteck ein. Und gebe nun einen Datenschnitt hinzu. Und gebe beispielsweise nach Produkten. Ich füge einen weiteren Datenschnitt hinzu. Wo ich das Segment filtern möchte. Gut. Am Ende unseres Menüs benötige ich noch einen Zurückpfeil und gebe diesen mit einer Drehung. Hier am Ende hinzu. Nun haben wir alle Bestandteile des Menüs. Im nächsten Schritt muss ich dafür sorgen, dass die Logik dahingehend funktioniert, dass sich das Menü einklappt und wieder ausklappt. Und dazu verwende ich Lesezeichen. Ich selektiere den Lesezeichenbereich und definiere in dem Auswahlbereich, was ich bei ausgeklapptem Menü sehen möchte. In meinem Fall möchte ich diesen Pfeil sehen, den Datenschnitt möchte ich sehen, auch den zweiten Datenschnitt, als wie die gesamte Form. Was ich nicht sehen möchte, ist der Pfeil dahinter. Diesen blende ich aus. Und so speichere ich diesen Bericht mit dem Namen Menü. Im nächsten Schritt muss ich definieren, wie die Startseite aussieht mit zusammengeklapptem Menü. Hierzu blende ich die Menüleiste aus, sowie die Datenfilter und selektiere den Pfeil. Und definiere dieses Lesezeichen Startseite. Nun habe ich beide Lesezeichen definiert und muss diese noch verknüpfen. In meinem Fall muss ich bei diesem Pfeil angeben, dass die Aktion Lesezeichen Menü aufklebt. Aufklappt. Ich aktualisiere mein Lesezeichen und springe nun auf das Menü zurück und gebe dort dann für diesen Pfeil zurück, dass er auf die Startseite springen soll.
gebe hier Startseite an. Nun sind alle Einstellungen vorgenommen. Ich muss noch in meinem Fall das Menü aktualisieren. Wie ihr seht, habe ich die Möglichkeit nun mit einem aufgeklappten Menü meinen Bericht zu verschönern und zu vereinfachen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich würde mich sehr über einen Like freuen oder eine Subscription und wir sehen uns bald. Tschüss.